Hallo Leute und willkommen wieder zurück hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder New Super Bros. Wii und ich habe es jetzt geschafft, hier hochzukommen. Einfach die Igloos vereisen, also die meisten den ersten. Und da Fahnenstange. So ein Level. Ich habe sie schon in Lost Levels gehasst. Da konnten sie auch bei Overwolf. Ah! Also. Ah! Das soll jetzt kein Reloaded sein, weil das erste Level irgendwie scheiße war oder so. Das ist kein Reloaded. Vielleicht nur irgendwas meine ich zu sagen, aber das ist kein Reloaded. Ich dachte, dass mein altes Let's Play gesperrt wird, weil ich so viele Copyright-Probleme hatte. Nein, in den Zeiten, wo Luigi's Mansion noch zum Beispiel am Laufen war. Da wurde alles einfach mit Copyright gemacht und deswegen. Da hatte ich dann Angst, dass alle Videos oder sogar mein Kanal gesperrt wird, wie Mikey's. Oder sogar gelöscht wird für immer. Und das wollte ich halt nicht, deswegen wollte ich das eigentlich gerade löschen an dem Tag. Und dann kriege ich so auf Videos und sehe so. Und ich hatte da schon die ersten beiden Parts von NCPB hochgeladen schon. Und da war einfach das Copyright weg. Aber ich finde es auch schön, einfach so eine geile Erinnerung zu haben an meine Alltagswelt. Also ich werde das natürlich zu 100 Millionen Prozent nicht löschen, weil ich möchte das nicht so wie Domtendo haben, dass er seine komplette 2010er Karriere da weggehauen hat, einfach mal kurz. Wie sollen wir jetzt an die Starcoin rankommen? Oh, sogar Pinguin Dice! Urheberrechtlichen Gründen gesperrt. Ja, dann liegt das vielleicht daran, dass du auch wie ich Donkey Kong Country Returns Let's Plays hast. Du hast ja glaube ich noch so Ocarina of Time Let's Played. Ja, aber irgendwie hatte ich gerade also ich habe irgendwie so in Erinnerung, dass ich damals viel mehr Übungen gemacht habe. Okay. So Leute, das Level ist fertig. Ich weiß gar nicht, ob die Folge jetzt ankackt ist oder nicht. Wenn nicht, dann ist ja nicht schlimm, da habt ihr das ganze Level mal gesehen. Aber natürlich in meinem richtig geilen Videos schneide ich natürlich auch das komplette Level ein, nur wenn ich halt bei der Sarko manchmal ein bisschen zu oft trade. Dann schaue ich halt den kleinen Finale. Okay. Wusstest du das? Ich wusste das. Oh, zum Glück. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein! Oh mein Gott! Digga, jetzt hab ich verloren, oder? Nein, Mann! Was gab's denn noch? Okay, 2-1. Spiel? Ich finde direkt mal einen Stern. Ja, moin. Ja. Ich glaube, in diesem Buhu-Haus habe ich immer, also als ich da diesen Stern hatte, habe ich direkt alle Geister, also diese ganzen Geister hier in diesem Raum weggefetzt. Ja, hier gab es, glaube ich, eine Starcoin. Ja, ja, ja. Und irgendwann gab es eine Tür mit dem Secret Exit. Ja, eine Tür. Weiß ich noch. Oh mein Gott, als ob! Alter, aber ich habe das noch nie gesehen da. Ich hatte so eine Erinnerung, dass da nichts ist. Oh, Digga. One up. Ja, dann sehen wir uns gleich bei der zweiten, bei der letzten. Und dann zeige ich euch auch noch den Secret Exit. Also, bis gleich, liebe Friends. Ja, liebe Freunde, hier ist eine Tür. Direkt bei dem Buhu. Ich glaube, das ist fast das vorletzte. Plattform, die hier so runter geht. Ja, klar! Geil, geil, ich sterbe. Ich sterbe, oder? Ich sterbe, oder? Ah! Okay, Leute, wir sehen uns gleich vom Secret Access. Hier rein. Oh no! Mann, du Penner, Alter! Er ist gestört einfach. Er ist gestört. Typen killen. Möchte immer. Du dummer ihn! Okay, er hat eh seinen rechten Schlaf bekommen, also brauchen wir nicht ausrasten. Brauchen wir den noch oder? Also, ich glaube, jetzt geht nicht so schnell die Star bekommen. Ah, okay. Jetzt ohne Yoshi. Okay, doch. Geht schon. Nein! Und ich war's. Nein, nein. Nein, Mann! Damn. Echt ist das so. Digga. Bitte, ich möchte jetzt einmal Yoshi haben. Aber
aber du könntest das ja auch ohne Lakito da hochschaffen, oder? So, und die dritte Star Coin geht in unser Pocket. Nämlich wollte ich wieder streamen, auch natürlich. Vielleicht jetzt nicht so regelmäßig jeden Tag, sondern vielleicht nur so 3-4 Mal pro Woche. Mal schauen, was da so geht. Und dann würde ich da aber nicht die ganze Zeit so World Hardest Game streamen, sondern ich würde da die ganze Zeit zum Beispiel News for Bros. Wii, wie Speedrun oder so, keine Ahnung, oder eine Challenge oder News for Bros. Wii machen. Mal gucken. Mario Kart 8 Online mit euch zusammen. Also Mario Kart 8 Deluxe oder mit Mikey zum Beispiel Mario Kart 8 Online spielen, der hat ja auch eine Wii U. Machst du dann heute noch einen Stream oder? Nee, wollte ich nicht mehr. Würde ich doch mal sagen, was das ab dieser Folge von News von Mario Brothers.